schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video geht es um ein schönes Dread-Beispiel. Ich erzähle ja immer viel von der Häkelgeschichte an Dreads, das heißt, wie wichtig das ist, dass die fest sind und gleichmäßig sind und so weiter. Und ich hatte jetzt mal einen Kunden, wo ich ein schönes Beispiel für euch habe, auch gleich mit Bild, wo ihr mal sehen könnt, was ich eigentlich genau meine. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die Dreads haben, wo die Freundin sie gemacht hat, der Freund, der Partner oder wie auch immer. Diese Menschen haben sich bestimmt auch irre viel Mühe gegeben, das will ich nicht bestreiten. Aber hier ist mal so ein Beispiel, wie man es vielleicht besser nicht machen sollte. Es ist rettbar, es ist auch, man kann es überarbeiten und dann wird auch am Ende alles gut, dazu komme ich aber gleich. Aber man kann ja vielleicht direkt von Anfang an versuchen, es noch besser zu machen, als man es getan hätte. So, dazu dient eigentlich dieses Video. Und hier seht ihr jetzt gleich mal das Bild von dem Vorherzustand der Dreads. Es ist eigentlich ein Mohawk, das bedeutet, die Seiten sind abrasiert bis in den Nacken. Also die Dreads gehen von oben einmal bis so runter. Es sind 38 Stück an der Zahl. Das kann man jetzt gerade noch nicht so gut erkennen, finde ich, weil sie natürlich super weich sind. Sie sind so hergestellt worden, dass sie nur toupiert wurden, um sie dann zu rollen. Das gibt natürlich keine besondere Festigkeit. Das sieht man auch schon auf dem Bild. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, da sind teilweise solche langen Strecken, mal wieder so, mal so, wo die Haare eigentlich recht glatt geblieben sind, weil sie natürlich, sie wurden zwar antupiert und gerollt, aber in der Zwischenzeit haben die Haare sich halt auch wieder glatt gezogen, weil sie die Möglichkeit hatten. Das liegt daran, dass sie eben nicht verhäkelt wurden. Also es kam keine Struktur rein, es kam nichts, was sich irgendwie verbinden konnte zustande in dem Dread. Das alleinige Tupieren und danach zu rollen, das reicht halt nicht. Also damit kriegen wir keine Stabilität in unsere Haarstruktur. Es mag Menschen geben, wo das funktioniert, das will ich auch gar nicht bestreiten. Es gibt auch vielleicht nochmal einen Beitrag zu diesen anderen Haaren, da brauche ich aber erstmal jemanden für, der solche Haare hat. Also, wenn ihr da solche Haare habt, wo das von sich aus geht, schickt mir doch gerne mal Bilder und ich mache da gerne ein Video dazu. So, das nur mal eben am Rande. Also, ja, ihr seht es auf dem Bild, die Spitzen sind auch noch offen. Dann ist es so, dass eben die Dreads erstmal komplett durchgehäkelt werden mussten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Ansätze erstmal vernünftig gestaltet. Zu den Ansätzen muss ich auch auf jeden Fall noch sagen, dass die wirklich gut sind. Die Einteilung ist prima gewählt. Die Dreads decken die Ansätze auf jeden Fall ab, also sie sind schön versetzt gestaltet und die Ansätze an sich sind auch wirklich nicht groß. Also sie sind vielleicht, guckt, da seht ihr es, so groß ungefähr. Das ist wirklich nicht viel, das ist in Ordnung und man muss natürlich auch genügend Haar zusammenbekommen, um vernünftige Strähnen, also Dreads, zu erzeugen. Genau. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Ansätze vernünftig gehäkelt, mit der Durchziehmethode danach die Härchen wieder eingehäkelt und dann bin ich an die Längen gegangen. Ich habe mal hier so ein Beispiel-Dread, damit ihr sehen könnt, was ich genau meine. Also mal angenommen, der Dread ist jetzt hier am Kopf und hier sind Fisselhärchen. Ich hoffe, ihr seht es jetzt. Genau. Die Fisselhärchen waren da ja nicht wirklich. Das bedeutet, ich bin über die Stellen gegangen, die halt glatt waren, habe mir trotzdem die Haare so zur Seite genommen, sodass ich sie dann hier wieder rauslucken hatte und konnte in dieser glatten Stelle dadurch mit meiner Häkelnadel die Haare, die ich mir zur Seite rübergenommen habe, da reinziehen. Das bedeutet, auf die Weise konnte ich eine Häkelstruktur in den Dread einbringen und eine Festigkeit erzielen. Das heißt, dort, wo ich dann war, war der Dread auch fest und einheitlich gehäkelt, sodass diese Härchen sich jetzt auch nicht mehr glatt ziehen können. Weil das habe ich ja von oben bis runter gemacht und dann haben wir die Spitze auch geschlossen. Und es gibt natürlich auch eine gewisse Haltbarkeit. So, das ganze Prozedere hat auf jeden Fall gut funktioniert, das war kein Problem. Es war natürlich viel Arbeit schon, das gebe ich zu, weil das war ja eine komplette Aufarbeitung. Ne? In den meisten Dreads sind ja jetzt nicht ständig überall solche glatten Stellen, wenn jemand zum Pflegetermin kommt. Das ist jetzt halt speziell für Dreads, die so gestaltet wurden, dieses Video gedacht. So, das wollte ich nochmal dazu sagen. Genau, So,
Ich habe meinem Kunden auch gesagt, und das sage ich auch an dieser Stelle jedem, den das jetzt betreffen könnte, wenn man jetzt bei den Dreads so vorgeht, die so zu überarbeiten. Es ist so, dass die Dreads jetzt zwar fest sind und es ist eine Struktur reingebracht, man muss jetzt aber dranbleiben und mit Pflegeterminen oder auch eigener Initiative zu gucken, dass die Dreads schön fest bleiben. Das heißt, regelmäßige Pflegetermine, in diesem Fall sind es jetzt noch fürs nächste Jahr 2 geplante. Da wird der Abstand auch reichen. Wir haben das jetzt so alle halbe Jahre gemacht, weil ja auch immer gerne gefragt wird, wie oft muss man dann eigentlich zum Pflegetermin am schlauesten kommen. Und in dem Fall haben wir jetzt 2-mal im Jahr gemacht. Ja, ich denke, dass sich das gut entwickeln wird. Das macht bisher den Anschein, so wie die Dreads jetzt geworden sind im Nachhinein. Und klar ist für mich jetzt schon, dass die Spitzen zwar geschlossen bleiben werden, aber es werden Haare rausstehen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Haare bisher jetzt einfach glatt waren unten und sie es gewohnt waren, dass sie halt in diesem Zustand runterhängen. Dann sind da natürlich auch kleine kurze Härchen, die auch immer mal rausspiegen. Und von Pflegetermin zu Pflegetermin müssen wir jetzt halt die Spitzen auch gut besonders mitbehandeln, dass die sich halt gut festigen und in sich, ja, zusammenbleiben, ne? Also festbleiben. So, das wird auch funktionieren. Da habe ich schon gute Erfahrungen mitgemacht bisher, auch bei anderen Kunden, wo wir dann die Spitzen irgendwann doch mal geschlossen haben und das funktioniert prima. Das gleiche gilt für die Längen bei diesen Dreads. Dadurch, dass da jetzt so lange keine Struktur drin war und da natürlich auch glattes Haar noch mit drin war, muss ich das jetzt ja auch erstmal so ein bisschen festigen und ne? Dreads entwickeln sich, ihr wisst das. Und von Pflegetermin wird es dann auch besser werden. Und es wird sich auch auf Dauer eine eigene Festigkeit in den Dreads ergeben, sodass die Pflegetermine natürlich auch lange nicht mehr so aufwendig werden wie jetzt dieser hier zum Beispiel. Genau, also wir haben wieder eine Struktur geschaffen. Die Einteilung ist super. Und insgesamt finde ich, ist es eine gelungene Geschichte. Ihr seht auch nochmal hier neben mir gerade die Bilder. Immer einmal das von hinten und das von der Seite, wo ihr auch sehen könnt, wie die Ansätze so gewählt sind. Ja, also ich finde es eine schöne Geschichte. Auch solche Sachen, wenn man jetzt solche Dreads hat, die so erstellt wurden, sind, ich sage mal, rettbar, wenn einem das jetzt nicht gefällt. Wenn man das so lassen würde, dass die Dreads so sind, wie sie am Anfang waren, ja, dann würden sie sich also aus meiner Erfahrung heraus vermutlich so entwickeln, dass sich wirklich Schlaufen bilden, die auch groß sind. Denn die Strecke der Haare, wo sie glatt sind, entspricht hinterher der Größe auch der Schlaufe. Das ist ja auch ganz logisch, ne? Also wenn ich so viel glattes Haar im Dread habe, dann wird auch sich hier irgendwann so eine Schlaufe bilden. Ob die dann so füllig ist oder nicht, ist fraglich, aber die Haare haben halt an dieser Stelle die Möglichkeit rauszukommen. Und das birgt dann natürlich wieder diese Knubbel oder eben ja diese festen Knoten, die man halt später sehr schlecht wieder glatt häkeln kann. Ja, das ist nochmal so ein Video von mir für euch, um das mal zu veranschaulichen. Und halt auch, um Trost zu spenden, falls jemand solche Dreads hat. Es ist auf jeden Fall machbar, das wieder in den Griff zu bekommen, um dann auch vernünftige Dreads in der Entwicklung hinterher zu bekommen. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Und ja, in den nächsten Tagen folgen auch noch weitere Videos zu spannenden Themen. Und ich würde sagen, ich freue mich auf euch und wir sehen uns ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Und wenn es Fragen gibt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Alles Liebe, eure Chapati. Ade. Mua.